Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Oh, baby, you can take everything. It don't mean a thing. Wie sieht's aus mit der nächsten Runde? Ja. Hey, dein Alter. Was ist jetzt hier, Ö50 oder was? Wirtschaft, Lokalrunde auf meinem Vater. Du hast nächste Woche BWL-Zwischenprüfung. Na und, bis nächste Woche ist noch lange hin, oder? Weißt du eigentlich, was mich deine Uni kostet? Geil, Papa. Karriere und Geld. Das ist schön zusammengefasst, was für dich wichtig ist. Aber es gibt noch was anderes, weißt du? Das hier ist ja auch irgendwie Wirtschaftslehre. Das Leben ist aber nicht nur Party, Party, Party. Was wirst du denn machen, wenn du wieder durchfällst? Das werde ich schon nicht, okay? Kannst du ruhig mal etwas Vertrauen in mich haben? Wie wäre das denn mal zur Abwechslung? Ja, das hätte ich sehr gerne. Aber du lässt dich hier volllaufen und wirfst dein Leben weg, wenn das Mutter wirst. Falls du es nicht bemerkt hast, Papa, ich bin erwachsen. Und ich mache, was ich will. Jetzt will ich Spaß. Was ist das jetzt hier, eine Trinkerheilanstalt oder was? Noch eine Runde. Prost. Zum Wohl. Bis er weg ist. Alles klar. Ich muss erst mal eine Runde aufs Klo. Kommst du klar oder brauchst du Hilfe? Ich glaub's nicht. Die kleine Beate Krüger aus der ersten Reihe. Früher hätte sie die schön trinken müssen, heute? Alter Schwede. Nicht schlecht. Was ist jetzt hier, Jungs? Trinken oder quatschen? Ich will nachher noch ins Prison und vorglühen ist eine ernste Angelegenheit. Bömmelkloppe. Und wir stehen nicht im Weg mit meiner Scheißkugel. Mach bloß keinen Zickenterror. Hey Digga, was soll das jetzt? Scheiß auf, Digga. Steh doch einmal zu dem, was du denkst, Marco. Hey. Wie immer. Dankeschön. Tschüss, schönen Sonntag. Moin. Moin. Schon aus dem Bett gekrochen. Ach, muss ja. Kurz Manöver mit der polnischen Marine. Wie geht's dir so? Ich stehe hier am Sonntagmorgen am Arsch der Welt im Kiosk meiner Eltern. Du sollst mir da schon gehen. Willst du was? Ja, zurück ins Bett. Und nie wieder bimmeln. Ich glaube, ich nehme Wasser und eine Tüte Dünnfeuer, bitte.
Wo bist du denn gestern Abend eigentlich abgeblieben? Warst du ja plötzlich weg? Ich war nicht plötzlich weg. Ich habe ewig dumm rumgestanden, während du mit Beate geflirtet hast. Entschuldigung, mit Ariel. So nennt sie sich ja nur. Danke. Und dann bin ich weiter ins Prison. Ist Jens betroffen? Der wollte auch noch dahin. Nö, hab ihn nicht gesehen. Was habt ihr denn noch gemacht, du und die kleine Meerjungfrau? Ja, ist nur Quatsch und so. Was kriegst du? Geht aufs Haus. Cool, danke. Hat sich ganz schön rausgemacht, unsere kleine Beate, was? Ja, ist nicht schlecht. Na gut, ich muss dann wieder. Das Vaterland ruft. Sehen wir uns nächste Woche wieder in der Krempe? Ja. In der Nacht zum Sonntag verunglückte ein 22-Jähriger mit seinem Sportwagen in der Nähe der Gaststätte zur Krempe schwer und liegt derzeit im Koma. Jens. Nun zum Wetter in der Region. Was bitte ist an einem Feld-Wald-Wiesenunfall so wichtig, dass wir an einem Sonntagvormittag hier anfangen müssen? Kann mir das hier jemand sagen? Tag auch. Moin. Na, hat er Nacht gehabt? Gestern war Hochzeitsfeier bei meinen Nachbarn. Ich habe ihn mitgenommen. So, dann hoffe ich mal für die Braut, dass sie noch was von ihrem Bräutigam hatte. Die Braut hat mich unter den Tisch gesoffen. Tja, so eine Provinzhochzeit ist halt nicht für jeden was. Flüssigkeitsmangel. Oder auch der sogenannte Nachdurst. Die Abbauprodukte von Alkohol fördern nämlich den Flüssigkeitsabbau über die Niere. Daher kommen auch deine Kopfschmerzen. Oder von zu viel Methanol in Branntwein, Obst, Schnaps, Whisky. Sag jetzt einfach nichts mehr. Red einfach bitte nicht mehr von Alkohol, okay? Dieses Auto hier gehört einem gewissen Jens Thies. Der ist gestern Abend nach dem Kneipenbesuch in genau dem Fahrzeug verunglückt. Liegt jetzt im Koma. Ärzte kämpfen um sein Überleben. Oh, das sieht echt übel aus. Es braucht keiner an einem Sonntagmorgen auf nüchternen Magen. Was haben wir damit zu tun? Laut der toxikologischen Analyse des Krankenhauses hatte der nicht nur zu viel Alkohol im Blut, sondern auch eine beachtliche Dosis von, Moment. Natriumoxybat. Genau. Ist auch bekannt als Liquid Ecstasy. Da wollte sich jemand so richtig in Stimmung bringen, was? Ja, oder jemand anders wollte genau das verhindern. Eine Nebenwirkung von Liquid Ecstasy in Verbindung mit Alkohol ist der plötzliche Tiefschlaf. In hoher Dosierung wird diese Droge auch als K.O.-Mittel benutzt, um das Opfer bewusstlos zu machen und es dann auszurauben oder ähnliches. Ja, die Dosis war hoch. Wahrscheinlich hat ihm jemand das Zeug in Schnaps gekippt und den Unfall damit erst verursacht. Was damit zumindest den Tatbestand der schweren Körperverletzung erfüllt. Oder Totschlag, falls der Junge nicht wieder aufwacht. Damit liegt der Ball in unserem Feld. Super. Super. Ganz toll. Nee. Ich lasse dich ja sonst schon nicht fahren, aber heute ganz bestimmt nicht. Hannes? Verstehe. Vielen Dank. Und? Sie sagen nichts. Jens liegt immer noch im Koma. Sein Vater ist bei ihm. Scheiße, ey. Vater, scheiße, ey! Wir müssen hin. Komm. Ich schaff das nicht. Ich muss zum Hafen. Wir legen in 2 Stunden ab. Ja, und ist doch noch genug Zeit. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wieso? Jens ist dein Freund. Ja, eben. Ich hätte ihn gar nicht erst fahren lassen dürfen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Dann wäre es alles nicht passiert. Und wenn sein Vater jetzt auch noch da ist, dann er kennt mich, seit Jens und ich im Kindergarten waren. Ich kann dir doch jetzt nicht unter die Augen treten. Das packe ich alles nicht. Da war nicht mal eine Bremsspur. Tja, der hat wahrscheinlich gerade erst so richtig Gas gegeben, bevor die Wirkung der Tropfen eingesetzt hat. Das Zeug ist echt krass. Das wirkt direkt aufs Nervensystem. Und dann vorher noch 2, 3 Bömmel in der alten Krempe. Bömmel? Wieso Bömmel? Na, der Unfall ist doch in der Nähe der alten Krempe passiert. Da ist doch samstags Bömmel-Night. Ich war da schon 1, 2 Mal mit meinen Mädels. Ja, ab und an, da muss man sich auch mal gehen lassen. Ja, und psychologisch betrachtet ist der Rausch sogar eine sinnvolle Durchbrechung des Alltags. Schon die Höhlenmenschen haben vergorene Früchte gegessen, um sich zu berauschen. Nur sind die danach nicht mit dem Sportwagen über die Landstraße gebrettert. Tja, Evolution bringt einen nicht immer weiter. Und Jens Thies hat das gleich doppelt zu spüren bekommen. Seine Mutter ist vor 10 Jahren bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Ein Betrunkener hat versucht zu überholen. Und frontal in ihren Wagen.
Der hat natürlich nichts abbekommen. Und Sie? Der arme Vater. Wenn er jetzt auch noch seinen Sohn verliert. Wie oft habe ich dir gesagt, lass dich nicht jede Woche volllaufen. Konzentrier dich auf dein Studium, mach deinen Abschluss. Und such dir Freunde, die zu dir passen. Warum hast du nicht irgendwann mal auf mich gehört? Herr Thies? Wittkamp, Grebe-Holstein. Schulte. Dürften wir Sie einen kleinen Augenblick sprechen? Ja? Wie geht es Ihrem Sohn? Die Ärzte können noch nichts genau sagen. Aber warum Kriminalpolizei? Zum jetzigen Zeitpunkt können wir ein Fremdverschulden leider noch nicht ausschließen. Mehr kann ich Ihnen im Moment auch noch nicht sagen. Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen. Sagen Sie, der Unfallwagen, also der Sportwagen, war das Ihrer? Nein, den habe ich Jens zum 20. Geburtstag geschenkt. Warum? Ach, nur so. Herr Thies, das ist vielleicht jetzt eine etwas unangenehme Frage, aber hatte Ihr Sohn Feinde? Warum sollte er? Er ist Student, ein junger, aufgeweckter Mann, hat viele Freunde. Einen eigenen Sportwagen? Gebraucht, aus erster Hand. Aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe mir meinen Wohlstand als Apotheker hart erarbeitet und natürlich gibt es da immer Neider, aber warum sollte deshalb jemand etwas gegen meinen Sohn haben? Wenn Sie die Freunde kennen, mit denen Ihr Sohn gestern Abend zusammen war, wäre das hilfreich, wenn Sie uns eine Liste machen könnten. Natürlich kenne ich die. Das sind ja immer dieselben. Das kann ja wohl nicht angehen. Wir befragen den Vater eines Jungen, der sich auf dem Rückweg von der Kneipe ins Koma gefahren hat. Und mein Kollege fragt nach Kopfschmerztabletten, weil er selber die Nacht durchgezecht hat. Entschuldigung, es ist Sonntag und ich habe so einen Schädel. Und du willst doch sicherlich nicht, dass ich mich krank melde, oder? Ja, mein Gott, es war halt ein Bierchen zu viel, das kann doch mal passieren. Und außerdem neulich bei Heidi hattest du doch auch mindestens ein halbes zu viel. Hannes. Oh. Die Frage nach dem Auto. Na, hat mich eben interessiert. Papa schenkt Sohn einen schicken Sportwagen. Ist doch der Klassiker. Der Versuch, was wieder gut zu machen. Sag mal, was stinkt denn hier so? Oh nee, muss das sein. Oh, was war das denn? Pintchenpulen. Ich war in dem Lokal und habe die Bömmelgläser von gestern Abend sichergestellt. Bömmel? Das ist Schnaps hier aus der Region. Bömmelkloppen ist gerade total angesagt bei den jungen Leuten. Bierdeckel drauf, ein paar Mal kräftig auf den Tisch knallen und dann runter damit. Auf Ex. Nicht unbedingt. Hauptsache, das Glas ist leer, wenn die nächste Runde anfängt. Sonst muss der zahlen, der noch nicht ausgetrunken hat. Hab ich recherchiert. Nee. Jo, das bringt ja auf jeden Fall Schwung in die Sache und lässt die Kasse klingeln. Das ist gut für den Wirt, ne? Was sagt der denn zu gestern Abend, der Wirt? Nur, dass Jens Thies wohl mal wieder mit Kohle um sich geschmissen hat. Und dass er mit drei Freunden da war, ein Typ und zwei Mädels. Naja, das passt ja. Der Vater hat uns auch drei Namen gegeben. Ja, sag mal, wenn diese Dingens da, diese Bömmel, ja, wenn die in diesen Brettchen serviert werden, dann weiß doch vorher keiner, wer welches Glas nimmt. Dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass der Täter sehr nah bei Jens Thies gesessen hat, um ihm das Zeug reinzukippen. Ja, oder gestanden. Zum Beispiel der Wirt oder die Bedienung. Das kriegt doch eh keiner mit, wenn die alle schon einen Kahn hatten. So ist es. Zum Glück nimmt's der Wirt mit der Sauberkeit nicht so ganz genau. Die Gläser von gestern Abend waren noch nicht abgewaschen. Also könnte eins von denen das Glas mit den K.O.-Tropfen sein. Deshalb machen wir den Marquis-Test. Damit lassen sich auch die kleinsten Spuren von Liquid Ecstasy nachweisen. Und wenn wir dann das richtige Glas gefunden haben, dann können wir die Fingerabdrücke nehmen und den Abgleich machen. Gut, ihr meldet euch, sobald ihr was habt, ne? Jo. Moin zusammen. Moin, Herr Tenhagen. Na, hier voller Einsatz am Heiligen Sonntag. Was stinkt denn hier so nach Fusel? Wir recherchieren. Kannst du gleich mithelfen. Nee, lass mal. Ich hab die ganze Nacht lustige Auto- und Fahrradfahrer ans Röhrchen pusten lassen. Oha. Ich hab hier genug Punkte drin, um meinen Flensburg zuzukleistern. Und an was arbeitet ihr da gerade? Ach, jemand hat einen jungen Mann Liquid Ecstasy in den Bömmel geschüttet. Ja, ist nicht gut ausgegangen. Liquid Ecstasy, ne? Partydroge. Sehr beliebt in der Großstadt, weißt du? Und in der Provinz ein alter Hut. Das Zeug rasiert ihr schon seit Monaten in den Discos. Ja? Nach, du Rest. Ich kümmere mich um meine Elektrolyte. Also, wenn du dann ausreichend gewässert bist, würdest du bitte die Namen von Jens Thies Freunden durch den Computer jagen. Wir bräuchten einmal Markus Wendt, Monika Carstensen,
und Ariel Krüger. Ariel, die habe ich gestern Abend angehalten. Ja, man kontrolliert ja nicht jeden Tag die kleine Meerjungfrau auf dem Rad, ne? Und was für eine Hübsche. Ist das so? Also natürlich nicht so hübsch wie Sie, Chefin. Also, sie hat einen ganz anderen Stil, das mit den schwarzen Klamotten und so, das ist ja, das muss man auch mal tragen können, ne? Also, und wollen, also nicht das... Also was ich meine ist, dass... Ich habe die junge Dame kontrolliert und da hatte sie fast null Promille. Moment mal. Den ganzen Abend hoch die Tassen, dann kein Alkohol im Blut? Es geht bestimmt um Jens. Mhm. Ich hab's im Radio gehört, das ist echt krass. Ja, allerdings. Ich hab doch noch ein paar Fragen. Okay. Ist alles von Ihnen? Schön. Ein Tattoo? Machen Sie auch? Es war eine einmalige Sache für einen sehr guten Freund. Für die Bilder hätten Sie aber nicht extra herkommen müssen. Die gibt's auch auf meiner Website. Oh, was ist denn das Süßes? Ja, hallo. Süßes Kind. Das ist ein Junge. Ich würde da nicht so nah ran, Herr Keuchhusten. Um was geht's denn jetzt? Sie waren in Hamburg. Auf einer Kunstschule? Ja. Grafik und Design. Habe ich immer von geträumt. Dann kam das Kind, der Vater hat mich sitzen lassen. Ich bin zurück nach Hause, ist billiger hier. Ohne einen Job, dafür mit Kind. Vielleicht war das gar nicht der schlechteste Tausch. Nicht so einfach so allein. Mit Kind, oder? Ist teuer. Ihre Freunde schmeißen ja mit Geld nur so um sich. Dass man sich da mal die Gelegenheit bietet, jemanden um ein paar Scheinchen zu erleichtern. Du was? Jens Thies. Sein Unfall war kein Unfall. Jemand hat ihm K.O.-Tropfen in den Schnaps geschüttet. Jemand, der die Gelegenheit dazu hatte. Und einen Grund. Wir wissen, dass er viel Geld bei sich hatte. Grund genug, ihm was einzuflößen, um ihn dann auszunehmen. Da kommen Sie ausgerechnet auf mich? Das hätte doch jeder in der Kneipe machen können. Aber nicht jeder in der Kneipe hat eine Vorstrafe wegen Drogenbesitz. Die alte Nummer. Okay, ich erkläre Ihnen das mal. Ich war hier früher auf der Schule mein Mauerblümchen. Keiner hat mich beachtet. Dann bin ich nach Hamburg und wollte noch mal ganz von vorne anfangen. Ich habe mich Ariel genannt, ein bisschen was ausprobiert. Wie Ecstasy. Einmal in einem Club. Ich bin prompt erwischt worden. Ich habe das Zeug da nicht mehr angerührt. Das macht zitterige Finger. Das kann ich beim Zeichnen nicht gebrauchen. Die Frage ist nur, warum Sie gestern so nüchtern waren, nach einem ganzen Abend beim Kloppen. Ist es jetzt schon verboten, nichts zu trinken? Einmal die Woche kratze ich das Geld zusammen für einen Babysitter. Damit ich auch mal rauskomme und wenigstens die Leute von früher treffen kann. Aber... bei den albernen Trinkspielchen setze ich dann meist aus, denn ich kann ja schlecht betrunken nach Hause kommen, wenn der Kleine auf mich wartet. Außerdem still ich noch. Ja, wenn Sie schon jemand von uns verdächtigen, keine Ahnung, fragen Sie Monika, die war schon immer hinter Jens her und er wollte nichts von ihr wissen, aber ich glaube auch nicht, dass sie es war. War es das? Er hat Hunger. Ich finde alleine raus. Danke. Markus, wenn du das abhörst, dann ruf mich bitte sofort an, okay? Sofort.
Na, was macht's Pinchen Pulen? Moin. Ach du, das zieht sich. Wir müssen von jedem Glas einen Testabstrich machen und die Reaktion abwarten. Es ist eh mal das Letzte. Das macht ja allein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her überhaupt gar keinen Sinn. Da könnte man die Testreihe auch einfach von hinten beginnen. Wäre trotzdem das Letzte. Sorry. Der Kater ist zwar weg, dafür habe ich jetzt eine fette Erkältung. Ja, das wundert mich gar nicht. Starker Alkoholgenuss schwächt nämlich das Immunsystem und macht anfällig für Infektionskrankheiten. Das liegt an den sogenannten Fresszellen oder auch Monozyten. Danke. Die sehen aber lecker aus. Und die machen Sie selber? Das Rezept ist seit Generationen im Familienbesitz. Wollen Sie probieren? Gerne. Dankeschön. Mmh. Schon mal gut. Ganz schön scharf. Dünenfeuer eben. Möchten Sie eine Tüte? Mhm, gerne. Arbeiten Sie alleine hier? Ich mache den Verkauf. Mein Vater die Salmiak-Pastillen und meine Ma die Buchführung. Also ein echter Familienbetrieb. Da sind Ihnen Ihre Eltern bestimmt sehr dankbar. Ja, schon. 4 Euro. Hört sich nach einem Aber an. Also, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich helfe hier gerne aus. Aber ganz ehrlich, eine Perspektive sieht anders aus. In ein paar Jahren machen wir den Laden eh dicht, weil er sich auf Dauer nicht rentiert. Und was wollen Sie dann machen? Keine Ahnung. Wieso? Haben Sie einen Job für mich? Leider nein. Wittkamp, Treber-Holstein. Ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie. Geht's um Jens und den Unfall? Wenn das ein Unfall gewesen ist, warum sollte das dann die Kripo interessieren? Es war wirklich das Letzte. Ist doch immer so. Bin ich hier die Einzige, die sich darüber wundert? Hat doch trotzdem Spaß gemacht, oder? Erinnert mich irgendwie an früher. Als Kind hatte ich so einen Chemiebaukasten. Echt? Ich auch. Ich habe alles ausprobiert, was ging. Einmal musste sogar die Feuerwehr kommen. Rauchbomben? Ja, 1,2 Kilo Kaliumnitrat. Und Zucker. Das geht richtig gut ab und qualmt ohne Ende. Ja. Ich mache mich jetzt mal an die Analyse der Drogenrückstände. Okay, ich bin da mal kurz bei Heidi. Mhm. Magst du was haben? Danke, nein. Aber wieso sollte einer von uns was in Jens Glas gemischt haben? Das behauptet ja niemand. In der Theorie könnte das jeder von den Gästen gewesen sein. Oder der Wirt selber. Aber Sie drei waren am nächsten dran. Ist Ihnen vielleicht irgendwas aufgefallen? Es war ein ganz normaler Abend. Wir haben Bömmel gekloppt und Jens ist irgendwann weg. Er wollte noch ins Prison. Ich habe ihn dort aber nicht mehr gesehen, als ich später da war. Da muss er dann wohl schon. Aber wenn Sie zusammen in die Disco wollten, warum hat er Sie da nicht mitgenommen? Ich meine, es war wahrscheinlich Ihr Glück, aber... Jens ist ziemlich plötzlich abgerauscht. Es gab einen Streit zwischen ihm und Markus. Worüber? Seit Beate zurück ist, also Ariel, haben die Jungs nur noch Augen für sie. Und an dem Abend haben sich Markus und Jens wegen ihr in die Haare gekriegt. Aber er würde nie was tun, was Jens verletzen könnte. Die beiden sind dicke Freunde. Wie ist denn eigentlich Ihr Verhältnis zu Jens Thies? Er ist ein Freund, also ein Kumpel. Auf der Schule waren wir mal zusammen. Aber das ist schon lange her. Er ist dann auf die Uni gegangen und ich bin hier hängen geblieben. So, bitte, mein Junge. Muss ich das mal sprechen? Heidi, du bist einfach die Beste. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Das ganze Labor riecht wie ein Schnapsladen. Ich habe schon den ganzen Tag Heißhunger auf was Deftiges. Ja, der Körper ist ein Gewohnheitstier. Aber warum riecht das denn bei euch so nach Schnaps?
Wollt ihr mir Konkurrenz machen? Nee, Spurensicherung. Wegen dem Jungen, der mit seinem Sportwagen verunglückt ist. Ja, ich hab davon gehört. Schlimme Sache, doch. Als ob das nicht schon genug Holzkreuze an der Straße gäbe. Ja, Alkohol und Langeweile. Und dann ins Auto steigen. Naja, wir hatten ja früher auch mal ein zu viel. Aber was da heute am Wochenende abgeht... Überleg doch mal, was die jungen Leute für einen Stress haben. Wieso? Ausbildung, Schule, immer kürzer, immer mehr lernen. Jeder Job dauert nur ein paar Jahre. So kein Wunder, dass die Kinnigs aber Druck ablassen wollen. Du, und wer denkt in dem Alter schon an, was ihnen gut tut? Tja, mit 20 glaubt man noch, dass man unsterblich ist. Tja, und wenn man älter ist, dann weiß man, dass es nicht stimmt. Ja. Guten. Ja. Warum gehst du nicht ran, Papa? Jetzt. Wie geht's dir? Hast du Schmerzen? Gut, ich. Alles gut, ich. Oh, Gottes Willen. Ich brauche einen Arzt! Sorry. Normalerweise macht das der Kollege. Aber der ist gerade beim Mittag. Eigentlich haben wir so einen ultramodernen Fingerabdruckscanner. So wuff, CSI-mäßig, aber das Teil ist gerade mal wieder hinüber. Aber keine Sorge. Das kriegen Sie mit Seife alles wieder ab. Macht mir gar nichts. Danke. Wo ist denn eigentlich der Pläne? Bei meiner Mutter. Wissen Sie, wie es Jens geht? Ich habe im Krankenhaus angerufen, die sagen aber nichts, wenn man nicht verwandt ist. Ja. Und verändert, soweit ich weiß. Sagen Sie, kennen Sie ihn schon lange? Seit der Schule. Wir haben damals nicht wirklich viel miteinander zu tun gehabt. War das jetzt ein Verhör, oder? Ach, Ivo. Sonst würde ich ihn ja mit der Lampe ins Gesicht leuchten. War ein Spaß. Ich will einfach nur mehr über Sie alle wissen. Auf der Schule habe ich noch nicht wirklich für Jens existiert, weil er war schon immer der King und ich eine von den Mädels, die keiner beachtet. Das kann Ihnen ja heute nicht mehr passieren. Sie sind ja ganz schön durchgestartet in Hamburg, was? Es war toll. Raus aus dem Mifia, die Leute, die Zeichenschule. Keiner kannte mich. Ich konnte mich völlig neu erfinden. Und aus Beate wurde Ariel. Und kaum waren sie wieder zurück, hat sie Jens Thies angebaggert. Hm? Ja, das war nervig. Naja, aber auch so ein bisschen schmeichelhaft, oder? Und Markus, Jens bester Kumpel, der war doch bestimmt eifersüchtig, oder? Nein. Oder vielleicht, ja. Und? Was verrät uns das Liquid Ecstasy? Ich habe alle möglichen Analysen gemacht. Ich werde einfach nicht ganz schlau daraus. Aber Kathrin, das wäre ja das erste Mal. Je nachdem, wo das Zeug gebraut wird, hat es ganz besondere Merkmale. Neben den üblichen Zutaten finden sich in unserem Fall Rückstände von Ammoniumchlorid. Das ist ein farbloser, kristalliner Feststoff. Bestandteil von Salzsäure. Man kann es aber auch zum Färben benutzen oder auch zum Reinigen. Danke. Ja, vielleicht haben die ja einmal im Leben ihre Drogenküche geschrubbt. Ecstasy kommt in unseren Breiten meistens aus illegalen Laboren Wie? In Holland. Gibt's auch legale Ecstasy-Labore? Oder aus Polen. Das passt zu unserem Marinesoldaten Markus Wendt. Hier, das hilft. Darf ich fragen, was das hier soll? Wozu brauchen Sie meine Fingerabdrücke? Wir haben ein Glas mit K.O.-Tropfen gefunden, aus denen dein Freund Jens getrunken hat, bevor er am Steuer das Bewusstsein verloren hat. Und was glaubst du, welche Fingerabdrücke da drauf waren? Außer denen von Jens und dem Wirt natürlich. Hier. Memory für Dove. Das hier sind deine von gerade. Und die hier, die sind vom Glas. Rate mal, welche identisch sind. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Echt nicht. Und die Fingerabdrücke? Wie kommen die aufs Glas? Der Wirt? Der spült die Gläser nicht groß ab, bevor er sie wieder verteilt. Das habe ich selbst gesehen.
Das Liquid Ecstasy in dem Glas stammt aus Polen. Und warte mal, wer war das noch gleich, der öfter mit der polnischen Marine auf Manöver fährt? Warst du eifersüchtig auf Jens, weil er sich die Flotte Ariel angeln wollte? Ein Tropfen Liquid Ecstasy in den Bömmel und das Problem ist gelöst, hm? Was soll denn der Quatsch? Jens und ich, wir kennen uns seit Ewigkeiten, ich könnte ihm nie was antun. Du wolltest ja auch nicht, dass ihm was passiert. Du wolltest nur einmal besser sein. Dich einmal über ihn lustig machen können, wenn er schon nach zwei Bömmeln unter den Tisch rutscht, vor Ariel. Was ist mit Jens Vater? Der wollte ihn doch schon immer kontrollieren. Und ich habe gesehen, wer dem Wirt was zugesteckt hat an dem Abend. Nee, ist klar. Doch, ich schwör's. Fragen Sie ihn doch selbst. Er ist immer noch im Operationssaal. Dieses Warten ist das Schlimmste. Man kann einfach nichts machen. Was ist denn passiert? Eine Gehirnschwellung. Sie nehmen gerade eine Notoperation vor, um den Schädelinnendruck zu verringern. Steht 50-50, sagen die Ärzte. Gott würfelt doch nicht. Herr Thies, ich weiß, das ist jetzt kein besonders guter Zeitpunkt dafür, aber wir müssen Sie das fragen. Man hat gesehen, dass Sie dem Wirt an dem Abend Geld zugesteckt haben. Wofür war das? Sie müssen nicht antworten. Wir können auch den Wirt fragen. Sie sind Apotheker. Sie hätten die K.O.-Tropfen auch selbst herstellen können. Und der Wirt hätte sie ins Glas schütten können. Mein Sohn kämpft um sein Leben. Warum soll ich denn sowas tun? Die Universitätsprüfung? Vielleicht wollten Sie ja nicht, dass Ihr Sohn verkatert zu den Klausuren erscheint. Und die K.O.-Tropfen hätten den Abend rapide abgekürzt. Ich bin sicher ein miserabler Vater. Aber ich würde niemals etwas riskieren, das meinen Sohn gefährdet. Verstehen Sie? Nie. Meine Frau, die ist durch einen alkoholisierten Autofahrer ums Leben gekommen. Und ich, in meiner Trauer habe ich mich ganz in die Arbeit vergraben und meinen Sohn völlig vergessen. Irgendwann haben wir den Kontakt gänzlich verloren. Dann haben Sie dem Wirt also das Geld gegeben, damit er Ihrem Sohn die Autoschlüssel abnimmt? Ja, ich habe mir doch Sorgen gemacht, dass ihm auch noch was passiert. Er hört ja nicht auf mich. Das ist alles meine Schuld. Ich habe ihm nie gezeigt, dass er nicht alleine ist und was er mir bedeutet. Hoffentlich. Hoffentlich kann ich ihm es noch mal sagen. Das ist schon komisch, oder? Erst machen die Kinder den Eltern Sorgen und später ist es umgekehrt. Dein Vater? Er versteht einfach nicht, dass er bestimmte Dinge nicht mehr darf. Neulich hat er sich vom Nachbarn zwei Flaschen Bier mitbringen lassen. Du, wir hatten einen riesen Streit deswegen. Ein Bierchen wird ihn schon nicht umbringen. Auch nicht mit Diabetes. Nee, natürlich nicht. Aber da kommt doch eins zum anderen. Hier mal Bierchen, da mal Schokolade. Bewegen will er sich auch nicht mehr. Wetter ist dann immer zu schlecht, um rauszugehen und. Ich muss dem ständig wegen irgendwas hinterherlaufen. Hab doch auch keine Lust, immer die strenge Tochter zu spielen, die ihm nichts gönnt. Ich bin sicher, er weiß, was er an dir hat. Wenn du meinst. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, wie sich Herr Thies mit seinem Sohn gefühlt haben muss. Das ist doch was völlig anderes. Der war doch nie da für ihn. Und ich sag dir was, glücklich war Jens Thies garantiert nicht. Auch wenn er sich fast alles kaufen konnte, was man für Geld bekommen kann. Hm. Das ist bestimmt nicht einfach, wenn man sich für nichts mehr anstrengen muss. Das macht es schwierig, eine eigene Position zu finden. Alles ist immer verfügbar, alles ist easy. Sag mal, ist denn philosophischen oder was? Hannes, nimm doch endlich mal was gegen deinen Husten. Diese Salmiak-Pastillen, die habe ich dem Soldaten gegeben. Der war auch am Husten. Der hat sich bestimmt auch irgendwo infiziert. Das gibt's doch nicht. Markus, gibt's was Neues von Jens? Hab nichts mehr gehört.
Nur die Polizei hat mich gefragt. Ich verstehe das alles nicht. Warum glauben die, dass einer von uns das war? Ich meine, der Laden war komplett voll an dem Abend. Sind die bescheuert oder was? Ist doch egal. Hauptsache Jens wird wieder gesund. Wenn ich mir vorstelle, dass er... Das kann doch einfach alles nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein! Ich habe mich bei ihr angesteckt. Bei ihrem Baby. Mhm. Memory für Dove. Welche zwei Bilder sind gleich? Die Tattoo-Vorlage von Ariel. Das war eine einmalige Sache, hat sie gesagt. Für einen sehr guten Freund. Bla bla bla. Markus Wendt trägt das am Unterarm. Ich will, dass alles wieder so ist wie früher. Es ist doch gerade mal ein paar Jahre her, dass wir alle gemeinsam zur Schule gegangen sind. Ich dachte, dass es so weitergehen wird und dass es besser wird. Das erzählen sie doch immer alle. Dann ist es plötzlich vorbei. Halt mich einfach nur fest, okay? Arschloch. Ariel. Markus Wendt und Ariel. Ja, das ist seinem reichen Freund doch mal zuvor gekommen. Wahrscheinlich hat er sich bei ihrem Baby angesteckt. Aber wenn die beiden wirklich ein Paar sind, was für einen Grund hätte er dann gehabt, Jens Thies K.O.-Tropfen in Schnaps zu schütten? Salmiaksalz! Wie fängst du auch noch mit dem Zeug an? Mich hat's echt erwischt, da reichen ein paar Pastillen nicht. Hier geht's ausnahmsweise mal nicht um dich. Die Spuren von Ammoniumchlorid in den K.O.-Tropfen haben mir doch keine Ruhe gelassen. Als Rückstände von Reinigungsmitteln waren sie viel zu schwach konzentriert. Ja, aber wie kommen die dann da rein? Ich hab durch jemanden, der täglich damit in Berührung kommt. Und ich dachte, du wärst anders. Ariel! Lass mich! Ariel, da ist nichts! Glaub mir bitte! Ich glaub dir gar nichts mehr. Verpiss dich aus meinem Leben! Scheiße, ey! Mann, Scheiße! Eine andere Bezeichnung für Ammoniumchlorid ist Salmiaksalz. Neben Süßholzwurzelextrakt der Hauptbestandteil von Salmiakpastillen. Das Dünenfeuer. Monika Carstensen verkauft die Pastillen an ihrem Kiosk. Ja, aber warum soll die das gemacht haben? Ja, die ist jung, frustriert, wahrscheinlich noch ein bisschen verliebt in ihren Ex. Ja, der nur noch Augen hat für ein ehemaliges Mauerblümchen. Ich will ja nicht stören, aber ich habe gerade einen Anruf bekommen von einem Spaziergänger. An der Strandprinzessin randaliert ein junger Mann in Marineuniform und streitet sich mit der Verkäuferin. Die Beschreibung passt auf... Markus Wendt und Monika Carstensen. Ja, genau. Ja, der gerade rausgefunden hat, wer seinen Freund ins Koma befördert hat. Wir müssen dahin. Unbedingt. Und zwar der schnellste Weg. Oh nee, muss das sein? Du und Ariel? Warum hast du das nicht gesagt? Ich weiß es doch auch nicht. Die Kameraden an Bord, die hat mich bestimmt ausgelacht. Sie hat halt ein Kind von einem anderen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, hier den Vater spielen. Und Scheiße, ich bin so ein Idiot. Was habe ich denn getan? Was? Was hast du gesagt? Da bist du bescheuert? Warum machst du denn sowas? Jens ist unser Freund. Ich habe nicht nachgedacht. Ich war einfach nur sauer. Guck dir die Scheiße doch mal an, Strandprinzessin. Das ist doch zum Kotzen. Meinst du, das ist das, was ich mir vom Leben vorgestellt habe? Was hat Jens damit zu tun? Ich hatte gehofft, es wird noch mal was mit ihm und mir. Und dann hat er nur Augen für diese dämliche... Pass bloß auf, was du sagst! Ich wollte doch nur, dass er die Finger von ihr lässt. Ich wollte nicht, dass... Und was ist denn jetzt, wenn er nicht mehr aufwacht? Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Markus! Markus, warte! Da sind sie. Runter, schnell! Haben, oder was? Ich hatte ihn gefragt, ob er mitkommt ins Prison. Ein bisschen Spaß haben, so wie früher, als wir noch zusammen waren. Und er hat nur gelacht.
Er hat mich gefragt, ob ich in letzter Zeit mal in den Spiegel gesehen hätte. Es war ein Unfall, verstehst du? Bloß ein dummer Unfall! Ein Unfall, ja? Und wenn er jetzt stirbt? Herr Thies? Ja? Jens ist mein bester Kumpel. Und jetzt gefühlt er vielleicht... Was ist los? Nur weil du in diesen Scheiß in den Schnaps gemischt was hast. Los? Und Ariel ist auch weg. Das ist alles deine Schuld. Hilfe! Hilfe! Lass mich los! Lass sie los! Komm. Es tut mir so leid. Christoph 5. Rettungshubschrauber. Aber. Ja, es geht nicht immer gut aus. Sag mal, wie war das mit nie wieder Alkohol? Ich fliege euch nicht mehr. Heidi, ich nehme auch eins. Alkoholfrei? Nee, ich fliege ja heute nicht mehr.